Was ist Zapier? Was kann ich damit tun? Und wie kann ich damit mein Unternehmen automatisieren? Das sind Fragen, die klären wir in dem heutigen Video. Bleib weiter dran. Ich bin Fabio Celentano, Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs und habe mein Handwerksunternehmen mit Zapier komplett automatisiert. Und deshalb kann ich dir in dem Bereich perfekt weiterhelfen. Was ist Zapier? Zapier ist eigentlich nichts anderes als eine Datentransformation von Programm A zu Programm B zu Programm C. Und warum die Daten übertragen werden, das hängt immer damit zusammen, beispielsweise eine bestimmte Handlung, die ein Mensch gemacht hat, also auf irgendwas geklickt hat, oder vielleicht das Ende einer Automatisierung kann auch wieder der Anfang einer Automatisierung sein. Schritt 1, wie wir Zapier nutzen können. Ihr braucht als allererstes mal einen Zapier-Account. Und diesen könnt ihr euch einrichten, indem ihr auf zapier.com geht und oben rechts auf Sign Up klickt. Anschließend werdet ihr ein paar Dinge abgefragt. Ihr könnt euch auch direkt mit eurem Google-Konto registrieren. Das habe ich zum Beispiel gemacht, deshalb klicke ich jetzt hier auch nur noch auf Login und wähle mich mit meinem Google-Konto ein. Das hier ist das Dashboard von Zapier. In diesem Dashboard, da werden euch ganz viele verschiedene Workflows vorgeschlagen, je nachdem, was ihr schon vorher für Automatisierungen mit Zapier gemacht habt. Da werden also die Programme, die ihr am häufigsten verwendet habt, werden dann hier auch angezeigt, was man denn so verbinden kann. Also ihr könnt ja auch einfach versuchen, mal ein, zwei verschiedene Workflows auszuprobieren, ob ihr damit klarkommt. Und dann gibt es hier links die Übersichtsleiste. Wir gehen dann meistens zu den SAPs. Das wäre Schritt 2. Ihr müsst euch einen SAP erstellen. Was ist denn jetzt ein SAP? Ein SAP ist eigentlich nichts anderes wie ein Auftrag sozusagen für eine Datenübermittlung. Das bedeutet, ein SAP reagiert immer genau auf eine Ursache, also einen Trigger, der auslöst, dass eine Datenübertragung stattfindet. Und diese Datenübertragung wird in diesem SAP genau dargestellt, also auch von euch programmiert, was soll jetzt wohin übertragen werden. Ihr seht jetzt hier schon bei mir eine ganze Reihe von verschiedenen SAPs, die ich schon mal programmiert hatte oder habe. Und dann seht ihr auch hier schon, welche SAPs sind gerade aktiv und welche sind nicht aktiv. Hier links unten bei dem Plan, also bei eurem Plan, da kann jetzt kostenfrei sein oder hier so ein Starterplan sein, seht ihr auch, wie viele Tasks, also das heißt, wie oft wurde zum Beispiel ein SAP durchgeführt. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn ein SAP einmal durchgeführt wurde, dann ist das jetzt ein Task. Und ihr seht auch, wie viele SAPs gerade aktiv sind. Bei den kostenfreien Planen können es nur 3 maximal sein, bei meinem können es jetzt so 20 sein. Wir müssen jetzt einen SAP kreieren, da klicken wir also auf Create SAP. Und müssen dann als allererstes uns einen Trigger auswählen. Ganz oben könnt ihr euren SAP benennen. Das nenne ich jetzt einfach mal SAP 1, wie es bei euch dann wäre. Je nachdem, was ihr damit automatisieren möchtet. Und dann ist es so, dieser SAP besteht immer mindestens aus den 2 Teilen. Dem Trigger und das zweite, der Action. Der Trigger ist wie gesagt das, was auslöst, warum eine Datenübertragung stattfindet. Und das zweite ist die Action. Das ist dann die tatsächliche Datenübertragung in dem zweiten Programm. Jetzt kommt es bei dem Trigger, kommt es jetzt ganz drauf an, was ihr denn überhaupt machen möchtet. Also aus welcher Ursache entsteht eine Datenübertragung? Wenn ihr zum Beispiel jetzt bei Google Sheets, habe ich jetzt hier drin, da könnt ihr dann verschiedene Trigger-Events auswählen. Also ein Trigger-Event ist ein bestimmter Punkt, warum etwas ausgelöst wird. Beispielsweise habt ihr in eurem Google-Account ein neues Spreadsheet angelegt. Oder in dem Sheet habt ihr ein neues Worksheet angelegt. Oder in dem Spreadsheet wurde eine neue Reihe hinzugefügt. Und das werde ich jetzt nehmen. Ich sage hier einfach New Spreadsheet Row. Es läuft bei Zapier immer gleich ab. Ihr habt immer euer Trigger-Event und danach müsst ihr dann euren Account hinzufügen. Das habe ich schon gemacht. Das ist ziemlich einfach, also bei Zapier eigentlich immer selbsterklärend. Wenn ihr zum Beispiel einen Account hinzufügen möchtet, dann sagt euch Zapier in einem extra Fenster, entweder müsst ihr euch einloggen oder ihr braucht einen API-Key und den API-Key bekommt ihr dann auch immer im Backend von dem entsprechenden Programm. Je nachdem, wenn es zum Beispiel Clicktip wäre oder MemoMeister wäre oder Calendly wäre, ja, da zeigt euch Zapier genau an, wo findet ihr diesen API-Key. In dem Fall müssen wir uns aber nur einloggen und zwar per Google einloggen und das mache ich jetzt einfach auch mal. Ich logge mich hier einfach per Google ein. Sag hier dann zulassen, bin danach drin und es wird sofort angezeigt hier mein Google Sheet fabio@celentano-garagentore.de. Dann fragt er immer noch die Daten ab, die er braucht. Das ist jetzt pro Programm immer unterschiedlich. In dem Fall braucht er sowohl ein Spreadsheet, dann nenne ich jetzt einfach mal eine unbenannte Tabelle, als auch ein Worksheet und dann nehme ich das Tabellenblatt 1.
Anschließend wieder auf Continue drücken. Und jetzt ist es immer so bei Zapier, ihr müsst euren Trigger immer testen. Das heißt, ihr klickt auch immer hier auf Test Trigger. Wenn jetzt hier irgendwo ein Fehler auftaucht, dann taucht der hier rechts auch immer der Error auf und wie ihr den Error oder wie ihr den Fehler dann auch beheben könnt, ist meistens schon ein Vorschlag, der euch ganz gut helfen kann. Das brauche ich jetzt hier nicht, sondern ich sage hier einfach mal Test Trigger. We couldn't find a spreadsheet, bro. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in meinen Google-Account, Google Spreadsheet und füge dann eine Reihe hinzu. Ja, in die unbenannte Tabelle. Seht ihr hier schon, we couldn't find a spreadsheet row. Das ist nämlich immer die Kopfzeile. Und dann sage ich hier einfach mal einmal Test 1, Test, Test, irgendwas tippe ich hier ein. Zack. So, letzte Änderung vor wenigen Sekunden. Das heißt, er hat es abgespeichert. Und jetzt gucke ich nochmal auf Test Trigger und schau mal, was passiert ist. Ah, wow, wunderbar. Es wurde in die Spalte 1 Test 1, in die Spalte 2 Test, in die Spalte 3 Test WSAD eingetragen. Also er hat tatsächlich irgendwas gefunden. Und das ist auch genau das, was wir hier eingegeben haben, wie ihr seht. Also passt. Ja, der Test war erfolgreich und jetzt klicke ich erst auf Continue. Damit schließt sich der Trigger und es öffnet sich automatisch die Action. Die Action ist das jetzt, was wir übertragen wollen. Also was wollen wir jetzt tun mit dieser neuen Reihe? Also entweder, ich sage jetzt zum Beispiel, eine neue Reihe wurde angelegt, schicke jetzt eine E-Mail. Beispielsweise schicke eine E-Mail mit den Inhalten dieser Reihe. Da gehe ich jetzt einfach mal mit irgendeiner E-Mail, also ich gehe mal Mail ein, also kann ich hier verschiedene Dinge machen, entweder Mailchimp, Mailer, Mailchat, Mailgun, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was ich jetzt mit Mail alles machen kann. Da müsstet ihr euch einfach durchklicken und anschauen, was geht. In dem Fall wähle ich jetzt mal Gmail aus und ich wähle dann jetzt hier aus Action Event, also was möchte ich machen in dem Programm? Ja, da gibt es auch wieder pro Programm unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich kann jetzt bei einem E-Mail-Programm hauptsächlich dann E-Mails schicken oder einen Entwurf machen für die E-Mail oder so, verschiedene Labels setzen oder eine E-Mail sogar suchen. Ja, also in dem Fall möchte ich aber eine neue E-Mail senden und sage dann hier Continue und wie erwartet, er möchte dann, dass wir uns einloggen. Also Sign in to Gmail. Da wähle ich wieder die gleiche oder ich nehme eine E-Mail-Adresse, wo auch verwendet wird. Sag dann hier zulassen. Dann loggt er sich damit ein. Passt. Continue. Und dann muss ich sagen Setup Action. In dem Fall kann ich jetzt immer in die Felder, die hier abgefragt werden, reinklicken. Und dann auswählen, was für Daten ich da eintippen möchte. Entweder es gibt die Möglichkeit, ich tippe jetzt hier meine feste Daten ein. Also ich sage zum Beispiel, sende eine E-Mail an immer die gleiche E-Mail-Adresse, nämlich fabio@celentano-garagentore.de. Oder ich sage jetzt hier zum Beispiel als zweiter Empfänger, ich möchte hier eine dynamische E-Mail-Adresse haben und die dynamische E-Mail-Adresse habe ich in die Spalte E-Mail eingetippt. Hier gibt es eine Spalte mit E-Mail und genau das, was hier eingegeben wurde, da möchte ich die E-Mail auch hinschicken. Hier seht ihr jetzt No Data, weil in der Spalte E-Mail keine Daten drinstehen. Wenn ich jetzt hier in die Spalte E-Mail eine neue Zeile einfüge und in die Spalte E-Mail was eintrage, dann würde er hier die Testdaten, die ich oben als Test-Trigger ausgewählt habe, würde er dann hier auch die Daten eingeben, die ich da eingetragen habe. Also ihr seht immer jetzt als Vorschlag schon aus eurem Test oben die Daten, die dort eingegeben wurden. Also am besten ihr füllt immer im Test schon so viel wie möglich aus, damit ihr dann später beim Auswählen eurer Action immer die Testdaten schon drinstehen habt. Also wirklich tatsächlich hier Nachname, hier Vorname, hier Test-E-Mail und so weiter. Dann kann ich natürlich CC, BCC und meine E-Mail-Adresse, von der ich es abschicke, wähle ich natürlich die aus, von der ich das auch abschicken möchte und sage dann hier Absendername ist Testname, könnte ich jetzt auch sagen, ich nehme den Kunden KU-Nummer Test, Reply-E-Mail brauche ich nicht, Subject sage ich hier ist das die Spalte Such, dann möchte ich ein HTML-E-Mail senden. Und sagt dann jetzt hier zum Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, und hier ein Feld einfügen, ist das besagte Feld Signature, fügen wir keine ein, oder die zumindest standardmäßig in der E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Ein Anhang habe ich jetzt auch nirgendwo hier drin in dem Spreadsheet.
Deshalb füge ich da jetzt auch keinen Anhang ein und sage einfach Continue. So, als nächstes seht ihr dann schon wieder Test Action. Also nicht nur der Trigger wird getestet, sondern auch immer die Action wird getestet. Und ihr seht, bevor ihr hier auf Test Review oder Test Continue klickt, seht ihr auch immer, was hier denn tatsächlich rauskommt. Also ihr seht, die E-Mail wird geschickt an fabio@challengetown-garagentore.de und an eine Spalte Column $AA. Das ist die Spalte AA. Also hier links stehen immer die Felder, was tatsächlich jetzt bei Gmail für ein Feld wäre. Und rechts daneben steht der Inhalt, also das, was übertragen wird. Der Body, also das, was nachher in der E-Mail steht, heißt, sehr geehrte Damen und Herren, und dann hätten wir hier den Inhalt des Feldes, nämlich der, was bei Such, glaube ich, drin stand, ist das besagte Feld, möchtest du dieses Feld weitersenden? Und da sagst du jetzt hier, Test and Continue oder Test and Review. Bei Test and Continue geht er danach weiter, wenn er erfolgreich war, und bei Test and Review sagt er, schau es dir nochmal an, bevor du weitergehst. In dem Fall wurde jetzt eine E-Mail gesendet, ihr habt jetzt auch gerade schon gehört, oh, da kam eine E-Mail an. Sehr geehrte Damen und Herren, ist das besagte Feld, möchtest du dieses Feld weitersenden? Perfekt. Hat also funktioniert. Mein SAP ist jetzt fertig. Was man jetzt noch hier hinzufügen könnte, wenn ihr zum Beispiel einen größeren Account bei Zapier habt, mit einem freien Account geht es nicht, aber mit einem höheren Account wie bei mir, da könntet ihr jetzt noch sagen, zum Beispiel, ich will noch eine Aktion hinten dran setzen. Also ich möchte hier zum Beispiel jetzt noch in Klicktipp den Kunden, den ich dort registriert habe, taggen, also ich möchte dort einen Tag hinterlegen oder ich möchte eine Datei oder die Memo zum Beispiel in MemoMeister abspeichern oder ich möchte einen Termin erzeugen in Etermin oder. Also ihr könnt jetzt hier noch hier weitere Dinge hinzufügen. Wenn ihr noch einen höheren Account habt, dann könnt ihr sogar Pfade machen, also zum Beispiel sagen, ich möchte, wenn das der Fall ist, dann geh in die Richtung und wenn das der Fall ist, geh in die Richtung. Beispiel könnte ich sagen, in dem Pfad A, only continue if, und jetzt sage ich zum Beispiel, wenn in dem Suchfeld tatsächlich irgendwie ein T drin war, also ein Buchstabe T, dann gehe weiter. Also continue und jetzt sagt er schon, your path would have continued. Also der Pfad wäre weitergegangen, weil ja in der Spalte tatsächlich, Such, hier sind zwei T's sogar drin, also sind wir weitergegangen in der Spalte. Also passt es für mich, ich mache dann, wenn tatsächlich hier ein T drin war, sage ich zum Beispiel, lösche dieses T heraus. Ich müsste dann hier zum Beispiel den Formatter bei Zapier nehmen und sagen, okay, ich möchte den Text verändern. Also Action Event wähle ich jetzt hier den Text, keine Nummern, kein Datum, sondern einfach Text und sage dann Continue und jetzt Transform. Was möchte ich machen? Replace. Ich möchte irgendwas ersetzen. Also ich mache hier einen String Replace. Also das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, was die machen können und sage hier dann Input. Ich nehme wieder dieses Feld und sage Suche nach einem T. Und replace das T mit zum Beispiel einem D. Ja, das ist jetzt eine sinnlose Aktion, aber es würde gehen und sagt dann hier, okay, Input ist das hier, Find und Replace. Und sage ich hier mal Test and Review und schau mal, was passiert. Der Output ist tatsächlich jetzt das T-E-T wurde zu D-E-D. Und genau das wollte ich und sage danach dann, ich bin fertig. Klicke hier dann auf das Kreuz und mein Path A ist schon mal fertig. Wenn jetzt also ein T gefunden würde, dann geht er den Pfad A. So, und dann brauchen wir noch den Schritt 3. Damit das Ganze dann auch dauerhaft funktioniert, müssen wir diesen SAP aktivieren. Wir müssen also hier oben auf Aktivieren klicken. Das geht jetzt hier zum Beispiel nicht, weil entweder noch ein Fehler drin ist. Wir sehen hier, Your SAP has no errors. Ich kann ihn aber nicht aktivieren, weil mein Account zu klein ist, dass ich Pfade hinzufügen kann. Also mache ich hier Delete Step und gehe dann hier oben auf Aktivieren und damit ist dieser SAP dauerhaft an. Und immer wenn ich eine Zeile hinzufüge, dann würde er eine E-Mail schicken an mich direkt. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier noch SAP History. Das ist immer ganz hilfreich, wenn ihr zum Beispiel eine E-Mail bekommt. Achtung, es ist ein Error in deinem SAP. Dann gehe ich immer hier rein und schaue, oh, okay, bei welchem SAP war das? Das seht ihr dann auch in der E-Mail immer. Kunde E-Mail akzeptiert. Zum Beispiel, ich sage dann hier View Runs. Und ein Run ist immer dann, zum Beispiel, wenn ein SAP einmal durchgelaufen ist, dann wird ein Run angezeigt. Und zum Beispiel seht ihr hier schon, oh,
Kunde-E-Mail akzeptiert am 14. März, das war heute um 16.57 Uhr, da war ein Problem. Wenn ich dann hier draufklicke, dann öffnet sich auch die, genau die Daten, die übertragen wurde. Also die einzelnen Schritte von meinem SAP. Ja, es wurde einen neuen Tag in Clicktip erstellt. Die Datei wurde auch an unseren PDF-Filler übergeben. Und es wurden auch Felder hinzugefügt. Und dann war das Problem, naja, in MemoMeister konnte kein Feld oder kein Folder gefunden werden mit dem und dem Name. Und dann hat er danach abgebrochen. Also ich sehe ja immer ganz genau in eine bestimmte Zeit lang, was hier passiert ist in meinen SAPs. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in Zapier geben und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Herumexperimentieren mit Zapier. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann schreibt hier unten in die Kommentare und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abonnement von euch freuen. Bis dann!